Hallo und herzlich willkommen heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um 2:1, ein wirklich sehr interessanter Film, der echt Spaß gemacht hat. Was er kann, das erfahrt ihr jetzt. Lasst gleich schon mal ein Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Los geht's! Was ist das denn? 200er? Die gibt's doch gar nicht. Oh, der knistert richtig. Und hier? Ein 500er. Kommen die denn her? Die sind gedruckt worden, damit wir liquide sind, wenn wir die BRD übernehmen. Wir sind in Sachsen-Anhalt in Halberstadt im Jahr 1990, also noch DDR. Und wir haben drei Hauptprotagonisten, nämlich Maren, Robert und Volker. Die sind schon seit der Kindheit an sehr, sehr gut befreundet und irgendwie ist auch zwischen denen so eine Art Dreiecksbeziehung. Das ist alles etwas kompliziert in Anführungszeichen. Auf jeden Fall geht es darum, dass sie die Möglichkeit bekommen, an sehr, sehr viel DDR-Geld zu kommen, an altes Ostgeld. Das Problem ist bloß, das ist nicht mehr viel wert. Sie haben alles schon eingetauscht und können nicht nochmal eintauschen gehen. Dementsprechend geht es jetzt darum, wie kann man das ganze Geld irgendwie ja doch noch zu D-Mark machen. Und darum geht es hier. Ich will gar nicht zu viel verraten. Es sollen auch einige Teile hier an wahren Begebenheiten angelehnt sein. Und es macht echt Spaß. Vor allem dieses Ganze, wie sie dann das immer größer spinnen, ist super unterhaltsam und darum ist der Film wirklich richtig gut drin. Er hat noch diese Familiengeschichte und dadurch ist er auch relativ bodenständig und will nicht so das große Ganze und wir wollen jetzt Milliarden machen oder Millionen, sondern es ist wirklich dadurch sehr authentisch gehalten, dadurch, dass wir eben diese Familiengeschichte haben. Und das fand ich schön. Das hat manchmal auch ein bisschen so einen Downer gebracht, beziehungsweise das Tempo rausgenommen. Das ist teilweise gut, manchmal war es mir zu viel. Insgesamt ist der Film vielleicht auch mit so knapp 2 Stunden, 20 Minuten zu lang. Storytechnisch sehr unterhaltsam, durch die kleinen Downer, die mich dann auch von den Figuren nicht so richtig mitgerissen haben, gibt es dann hier nur 3 von 5 Punkten für die Geschichte. Schauspielerisch haben wir einen bekannten Cast. Die meisten werden sie kennen und mit ihr wird auch am meisten geworben, nämlich Sandra Hüller. Aber wir haben auch Max Riemelt oder Ronald Zehrfeld mit dabei. Die machen alle einen guten Job. Keiner hat von denen aber so richtige Ausreißer nach oben, dass er super besonders oder herausragend spielt. Solide 3 von 5 Punkten. Technisch sieht man leider dem Film so ein bisschen an, dass er nicht allzu viel Budget hatte. Und das ist leider schade, weil da wäre mehr drin gewesen. Aber sie haben, glaube ich, das Maximum rausgeholt, was so ging. Und es wirkt oftmals so ein bisschen wie ein Fernsehfilm leider. Aber die Geschichte ist sehr unterhaltsam gestaltet, deswegen, das ist insgesamt ganz nett. Voll in Ordnung, 3 von 5 Punkten für die Technik. Deshalb komme ich jetzt schon zu meinem Fazit. Ich muss sagen, am Ende ist 2:1 ein super unterhaltsamer Film. Wenn dich die Thematik ansatzweise interessiert, schaut euch den Film an. Der ist sehr unterhaltsam. Ich hatte echt Spaß beim Gucken und dementsprechend kann ich den definitiv klar empfehlen. Schaut ihn euch an ins Kino. Der kann wahrscheinlich auch gut Besucher brauchen und es ist einfach super schön, mal so eine kleinere Geschichte wieder mal im Kino zu haben und die dann halt nicht auf einem Streamingdienst entsorgt wird, weil auch im deutschen Kino so kleine Filme, die nicht gerade, wo es wieder um die ganze Welt geht. Das ist schön zu sehen, deutsche kleine Komödien, vor allem mit der historischen Verbindung, super interessant. 4 von 5 Punkten von meiner Empfehlung her. Insgesamt dann 13 von 20 Punkten. Guter, solider Film geworden, kann man sich auf jeden Fall im Kino anschauen. Das war's soweit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da, schaut auf den Kanal vorbei, aktiviert die Glocke. In diesem Sinne, bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao!